Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi Testing Team. Hallo, ich heiße Elias H. und bin 12 Jahre alt. Herzlich willkommen auf dem Feuerwehr Willi Kanal. Heute für euch ein Willi Test. Im Test heute ist die Olight i5T EOS. Im Lieferumfang enthalten ist die Lampe, ein gelbes Plättchen, wo drauf steht, wie man die Lampe das erste Mal in Betrieb nimmt, und natürlich eine Gebrauchsanleitung. Man dreht hier den oberen Teil der Lampe ab. Dann ist in der Lampe drinnen so ein gelbes Plättchen. Das muss man rausnehmen. Wenn man das dann rausgenommen hat, kann man das wieder zudrehen und dann die Lampe das erste Mal einschalten. Bei dieser Lampe gibt es zwei Modi. Einmal einen punktuellen Modi, das heißt, auf dem es wird ein bestimmter Punkt ausgeleuchtet. Und wenn man dann zweimal drückt, hat man einen flächendeckenden Ausleuchtungsmodi. Jetzt zeige ich euch ein paar Nachtaufnahmen der Leuchtmodi der verschiedenen. Einmal leicht drücken, dann hat man ein beigestelltes Licht in 15 Lumen. Und wenn man dann einmal stark drückt, aber ohne durchklicken, hat man ein Licht von 300 Lumen. Wenn man dann einmal durchklickt, bleibt man gleich bei diesem Ausstrahlungswinkel von 300 Lumen. Und wenn man dann nochmal ausschaltet und nachher einschaltet, dann hat man ein fixiertes Licht von 15 Lumen. Also ich kann die Lampe jedem empfehlen, der eine kleine, kompakte Lampe mit einem großen Ausleuchtungswinkel sucht.